Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Smart City Gera und zwar ganz konkret um unsere Arbeitsgruppe Energie und Umwelt oder eben übergreifend über die Ansätze und Themen, die wir im Bereich Energie und Umwelt hier machen wollen in unserer Smart City Gera. Ich habe hier schon mal ein Video veröffentlicht, das werde ich am Ende hier auch nochmal verlinken, wo ich ganz allgemein darüber geredet habe, dass wir jetzt so ein Smart City Projekt aus einem Fördertopf des Bundesinnenministeriums gewonnen haben. Und mittlerweile sind wir ein bisschen weiter vorangeschritten und die Arbeitsgruppen fangen jetzt mal so richtig an, hier Dinge auszuarbeiten und darüber möchte ich mal ein bisschen reden und vor allem auch euch fragen, ob ihr dort helfen könnt, ob ihr dort vielleicht auch Ideen habt oder Best Practices, die wir hier mit diskutieren könnten. Und zwar sind wir jetzt so weit, dass wir in der Arbeitsgruppe Energie und Umwelt, die anderen Arbeitsgruppen hatte ich alle mal im anderen Video vorgestellt, Sprecher gewählt haben. Ein sehr guter Bekannter von mir und ich sind die Sprecher der Arbeitsgruppe Energie und Umwelt. Ich bin also praktisch der Stellvertretende, der Co-Sprecher. Und wir sind jetzt praktisch damit befasst, dass wir die Themenfindung so ein bisschen vorantreiben, dass wir die Diskussion so ein bisschen vorantreiben. Es gibt auch externe Moderatoren bei uns in unserem gesamten Konzept, aber wir sollen so ein bisschen schauen, dass das Ganze in die richtigen Bahnen sich bewegt und natürlich auch die Kommunikation mit den anderen Arbeitsgruppen und mit der Stadtverwaltung aufrechterhalten. In dem Konzept vom letzten Video habe ich auch erwähnt, dass es diesen Strategiekreis gibt, in den die Sprecher der Arbeitsgruppen mit entsendet werden. Und dort sind wir also praktisch dabei, mit der Stadtverwaltung, mit Stadtmarketing, mit den anderen Arbeitsgruppen, mit wichtigen Stakeholdern darüber zu reden, wie wir hier ganz konkret die Smart City Gera schaffen können. Jedenfalls der Bereich Energie und Umwelt ist ja genau unser Thema, das ist unsere Arbeitsgruppe. Und jetzt mal angefangen, so verschiedenste wichtige Themen zusammenzufassen, die unter diesen eigenartigen Begriff der Smart City ja auch tatsächlich fallen sollen. Was ist denn eine Smart City? Wie ich auch schon mal angedeutet habe, schlussendlich bedeutet es ja nichts anderes als die Daseinsvorsorge, ja wirklich so richtig zu digitalisieren und zu vernetzen und eben wirklich eine smarte ja, Kommunikation zwischen verschiedensten Teilnehmern einer Stadt, des Lebens in der Stadt und der Versorgung in der Stadt möglich zu machen. Und jedenfalls in der Smart City Gera ist es ja so, dass wir auch tatsächlich ja noch dieses insolvente Stadtwerk von vor einigen Jahren haben und es praktisch die Energieversorgung, das Stromnetz und die Kraftwerke zu 99%, durch den Konzern Engie umgesetzt werden. Also die GmbH-Anteile sind im Konzern Engie. Das ist ein privater Energiekonzern aus Frankreich, der in Deutschland auch einige Unternehmen hat. Und die restlichen 0,% die sind in der Stadtverwaltung. Das heißt, die Stadtwerke als solche gibt es gar nicht mehr. Und das Ziel von einer Smart City Gera im Bereich von Energie und Umwelt, von ganz zentralen Aufgaben eines Stadtwerks, sind es ja im Prinzip nicht unbedingt eine Alternative oder einen parallelen Weg zur Engie zu finden, sondern das Ganze jetzt nochmal auf ein neues Fundament zu stellen und da wirklich sehr, sehr gute Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir die Daseinsvorsorge in der Zukunft hier in Gera richtig, richtig gut abbilden können. Also, Energie und Umwelt, was sind so Themen, die man dann jetzt typischerweise für eine digitalisierte Welt haben möchte? Natürlich schon mal sowas wie Quartierskonzepte, eine wirklich intelligente Vernetzung von verschiedensten kleinen Aspekten eines Energiesystems. Also kleine dezentrale Erzeugungsanlagen, die auf verschiedenste Weisen Energie zur Verfügung stellen könnten. Das ist einerseits der klassische Weg mit Photovoltaik und Solarthermie und Mini-Blockheizkraftwerken im Keller und natürlich auch sowas wie kleine Windkraftanlagen, die mittlerweile auch ein bisschen gängiger geworden sind. Aber bei uns gibt es auch den Begriff im Förderantrag des Energy Harvesting, was am Ende nichts anderes bedeutet als Energie zu ernten, worunter man auch sowas verstehen kann wie einen Solarasphalt, der praktisch einerseits durch die Einstrahlung, aber vielleicht auch durch den Druck, der zum Beispiel beim Gehen auf dem Fußweg erschaffen wird, also durch die praktisch kinetische Energie, die zur Verfügung gestellt wird, dann eben auch Strom erzeugen könnte. Das sind aber schon ziemlich prototypische Dinge, die man hier vielleicht auch nicht unbedingt in der ja doch relativ konservativen Stadt Gera umsetzen wird. Das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass wir dezentrale Energie wirklich intelligent miteinander vernetzen und daraus auch wiederum andere Datenstränge schaffen können, die einerseits einen Input bedeuten würden, wie Umweltsensoren, die wir zum Beispiel auch aktiv bauen. Wir haben letztens erst wieder gelötet und Umweltsensoren für Feinstaub und Co.
zusammengebaut, aber dass wir natürlich auch weitere Daten wieder herausziehen können, die ja, in verschiedenste Richtungen gehen könnten. Das ist nicht nur das klassische Energiecontrolling, wo man jetzt auch zum Beispiel Lastflüsse oder auch Wärmeinseln und sowas sehen könnte, sondern wo man dann eben auch tatsächlich in irgendwelche anderen Alltagskomfortthemen hineingehen kann, die eben aus Daten wiederum gespeist werden, die wir in der Energieversorgung dann haben würden. Weiteres wichtiges Thema ist natürlich die Elektromobilität, weil ja auch Verkehr ein wichtiges Thema des Smart City-Konzeptes überhaupt ist. Da wir natürlich die Abgrenzung haben zwischen Arbeitsgruppe Verkehr und Arbeitsgruppe Energie, ist es für uns halt so ein bisschen der Ansatz der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur, dass man die natürlich irgendwie klug miteinander vernetzen möchte und dort ein Gesamtmobilitätskonzept für die Stadt auch erschafft. Und dann natürlich so verschiedenste andere Aspekte, wenn es darum geht, was ist ein Smart Building, was können wir mit den öffentlichen Gebäuden in Gera machen, was können wir aber vielleicht auch mit so ein paar richtig herausragenden, größeren zusammenhängenden Gebäuden oder Quartieren eben machen, dort ein intelligentes Steuerungssystem einzubauen, was eben nicht nur die Gebäudeautomatisierung der 90er Jahre bedeutet, sondern eben wirklich dort richtige Zukunftsvision auch darstellen könnte. Wir sind aktuell noch in der Themenfindung. Es gibt da verschiedenste Ansätze, die man jetzt gerade so versucht, da reinzusetzen. Insgesamt habe ich einiges davon jetzt schon mal erwähnt. Ganz spannend wird allerdings auch noch etwas, was wir in Gera ausgerechnet in diesem Jahr auch noch haben werden. Und dazu gibt es auch ein eigenes Video, dann demnächst der Klimapavillon. Wir haben von Mai bis September oder Oktober den Klimapavillon in Gera. Das Pavillon darf man jetzt nicht unterschätzen. Das ist ein richtig großes Ding. Ich glaube, 50 Quadratmeter, über 100 Leute passen da rein. Da werden öffentliche Veranstaltungen abgehalten und da redet man praktisch über Klimaschutz, Umweltschutz, Energiewende und Co. Und da werden wir als Smart City Arbeitsgruppe Energie und Umwelt auch im Mai und im August zumindest unsere Arbeitsgruppensitzung öffentlich halten können und hoffen, dass da viele interessierte Bürger und vielleicht auch Interessierte von außen mit dazukommen werden. Dazu gibt es dann später nochmal aktuelle Videos und Infos. Aber auch noch, super Teaser, das erste Mal, dass ich öffentlich darüber rede, Energiewirtschaft einfach wird auch auf dem Klimapavillon mehrere eigene Veranstaltungen haben. Ende Juni und Ende August werden wir mehrere Stunden insgesamt für einerseits Kinder, aber auch nochmal in einem offenen Format für alle möglichen Besucher erklären, ja, was das mit dem Energiesystem eigentlich so auf sich hat. Das wird richtig spannend. Okay, jedenfalls, worauf ich jetzt hinaus möchte. Wir starten in Gera jetzt demnächst eine Art Fragebogen, bei der wir wirklich nachfragen wollen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck einer Smart City, den ihr euch so wünscht, ihr als Einwohner, Unternehmer, Verwaltungsleute und so weiter. Was erhofft ihr euch von einer Smart City Gera? Und das könnt ihr als Feedback dann praktisch zurückgeben. Wichtig ist, bevor wir sowas herausschicken, was sind denn schon so Erfahrungen, die andere Städte mit Fragebögen, mit Smart City Ansätzen und so weiter gemacht haben? Denn wir wollen jetzt nicht irgendwas anfangen zu entwickeln, was die Bürger gar nicht haben wollen. Und dementsprechend habt ihr da vielleicht gute Beispiele, seid ihr selbst in einem Smart City Projekt und habt dort gute Erfahrungen sammeln können, wie man die Bürgerbeteiligung möglich macht, wie man das Feedback der Bürger reinholt, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten werde ich euch dann, sobald wir diesen Fragebogen fertig haben, das hier auch natürlich nochmal weiter vorstellen und auch wie die gesamte Smart City Gera weiter vorangeht. Ja, wenn ihr also Beispiele habt, bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr allgemein Fragen oder Best Practices habt, die ihr richtig gut findet, bitte unten mit in die Kommentare. Ansonsten, es wird jetzt hier in den nächsten Wochen hoffentlich weiterhin so 3, 4 Videos pro Woche geben und der Podcast und auch diese Livestreams regelmäßig stattfinden. Aktuell nach der Ü-Wirt geht es jetzt natürlich wieder so richtig los mit Aufträgen und mit viel Arbeit. Also schauen wir mal, dass es weiterhin so viel bleibt. Ja, gebt mir bitte Feedback zu den Themen. Like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier ist das andere Smart City Video von vorigen Male und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft, einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.